Das ist jetzt der Auftakt zum Sommersemester, also quasi die Hälfte ist geschafft und es stehen uns noch weitere schöne Vorträge bevor. Und ich freue mich sehr, dass heute Abend Margarete Wach zu Gast ist. Sie wird über Rietilovers Die Wolfsbaude sprechen und zuvor wird Daniel Fairfax eine kurze Einführung geben. Noch der Hinweis, dass jetzt ab Mai eine kleine Begleitreihe hier zu sehen ist mit Filmen von Rietilovers Weggefährten, zum Beispiel von Miloš Forman oder Zbyněk Brinich, sind selten hierzu selten zu sehende Filme zu sehen, oder Karel Vacek, und alles auf 35 mm, also eine Empfehlung von meiner Seite. Diese Begleitreihe wird im Juli nochmal fortgesetzt, aber quasi jetzt schon die Empfehlung: im Mai gibt es einiges zu entdecken oder wiederzusehen. Jetzt im Mai zudem noch zwei weitere Lectures, gleich nächste Woche von Andreas Rauscher, der über drei frühe Filme von Rietilover sprechen wird. Aber jetzt übergebe ich an Daniel Fairfax und freue mich auf den Abend. Ja, danke Björn. Und es freut mich, wieder im Saal zu sein für die Lecture und Filmreihe. Wir hatten eine holprige Rückkehr zu Präsenz, also zum Präsenzformat im letzten Semester. Wir dachten, ja, wir sind zurückgekommen, dann ist es wieder zu komischen Hybridformaten geworden. Aber wir hoffen, dass es jetzt wieder, also wirklich alles in Präsenz stattfinden wird und dass wir Gäste für jeden Film empfangen können. Ich habe die Freude, heute Margarete Wach empfangen zu können. Ich lese ein bisschen, weil ihre Biografie eine sehr spannende Biografie ist. Sie ist tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Filmwissenschaft in der Universität Siegen. In Medienwissenschaft Siegen, okay. Medienwissenschaft in Siegen. Hat ursprünglich in Köln studiert, also unter anderem Germanistik, Philosophie und Theater, Film und Fernsehwissenschaft. Und dann nach einer Tätigkeit als Journalistin und Kuratorin hat sie dann in Mainz promoviert. Dort in Filmwissenschaft oder ja, in Filmwissenschaft in Mainz an der Gutenberg-Universität. Ein Partner von uns allen und ist dann seit dann tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ihr Promotionsprojekt handelte sich von Krzysztof Kieślowski, wahrscheinlich den berühmtesten polnischen Filmemacher, kann man vermuten. Und im letzten Jahrzehnt ist sie besonders produktiv als Autorin und hat die folgenden Bücher veröffentlicht. Ich lese jetzt: Unterbrechen, Wiederholen, 2011. Der polnische Film von seinen Anfängen bis zur Gegenwart, 2012. Krzysztof Kieślowski, Zufahr bis zur Gegenwart, auch 2012. Das ist das. Bezieht sich auf die, die Doktorarbeit natürlich. Wo bin ich jetzt? Nouvelle Vague Polonaise, auf der Suche nach einem flüchtigen Phänomen der Filmgeschichte von 2015. Erweiterung des Horizonts, Fotoreportage in Polen im 20. Jahrhundert. Das war 2018. Und letztendlich eine Monographie zu Vera Kittilova 2020. Das ist so eine Art Referenz für uns alle sein sollte, also uns Kittilova-Fans. Wie ihr wahrscheinlich von den Titeln dieser Bücher wahrgenommen habt, ist der Schwerpunkt ihrer Forschung, also zweifelsohne osteuropäisches Kino, aber vor allem die Dokumentar- und Amateurfilme von diesen Ländern. Und sie ist jetzt in einem DFG-Projekt beteiligt unter dem... Das ist ihr eigenes DFG-Projekt. Visualisierung des unsichtbaren Amateurfilms und seiner kulturellen Praktiken in Polen 1953 bis 1989 an der Universität Siegen natürlich. Und im Rahmen von diesem DFG-Projekt wird eine Monographie zur Filmamateurbewegung in Polen erscheinen und auch ein Online-Filmarchiv. Ja, okay, dann bitte herzlich begrüßen zu Margarete Wach. Ich habe hier einen stationären. Guten Abend, ich begrüße Sie
auch. Ich bin auch ein Fan von Hedy Lover, nur um das vorwegzunehmen. Der Film, den wir heute sehen werden und von dem mein Vortrag handelt, gehört zu den späten Filmen von Hedy Lover aus den 80er Jahren. Die war auch noch in den 90er Jahren tätig und ist, glaube ich, 2011, 2012 gestorben. Ich hatte noch die Gelegenheit, bei der Berlinale sie live in einem Workshop zu erleben. Und diese Filme, die dann ab den 70er und besonders ab den 80er Jahren entstanden sind, die sind auch nicht so präsent. Weder in den Kinos oder bei Filmreihen noch, glaube ich, in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Die Wissenschaft fokussiert sich schon auf diese Zeit der Nouvelle Vague, der neuen Welle, und Hedy Lover gehörte auf jeden Fall zu den wichtigsten Protagonistinnen dieser Welle. Das heißt, obwohl ich ein Buch herausgegeben habe über Vera Hedy Lover, kannte ich den Film nicht. Ich kannte den nur vom Namen, und so gesehen bietet dieser Vortrag, bot mir die Gelegenheit, diese Lücke zu schließen. Ich habe überlegt, worüber man jetzt den Vortrag halten könnte im Zusammenhang mit dem Film. Wenn Sie jetzt die Reihe schon seit einem Semester besuchen, einige von Ihnen vielleicht, dann sind Sie bestimmt reicher um die Erkenntnis, dass Hedy Lover sehr stark mit Allegorien und Parabeln arbeitet, was sich natürlich ihrem politisch-gesellschaftlichen Umfeld verdankte, weil sie in einem Diktaturstaat Filme machte, und das forderte natürlich entsprechenden Tribut. Und so ist es auch hier, mit dem Unterschied, dass diese frühen, sehr bekannten Filme von ihr wie Seth Mikraski oder Die Früchte des Paradieses aus den 60 oder Onichim Innim, komme ich nicht auf den deutschen Verleihtitel, diese Geschichte, diese doppelte Geschichte über zwei Frauen, von denen einer Sportlerin ist und die andere Hausfrau von 63, glaube ich. Diese ganzen Filme entstanden im Umfeld des Prager Frühlings, das heißt dieses Modernisierungsschubs in der Tschechoslowakei, bei dem die Reformkommunisten sich aus der sowjetischen Umklammerung zu befreien versuchten und auch Anteile des westlichen Systems zuließen, vor allem wirtschaftlich. Also es ist eine sehr enthusiastische Zeit, wo sehr viel möglich war, wo die Zensur so gut wie ausgesetzt war und daher diese ganzen Experimente auch möglich waren. Jetzt die 70er und 80er Jahre sind dadurch gekennzeichnet, dass nach der Niederschlagung des Prager Frühlings Tschechoslowakei sich einfach in eine kulturelle Wüste verwandelt hatte und das System restalinisiert wurde, das heißt die Zensur und die Repressalien, die damit verbundenen Repressalien waren so stark, dass man wirklich schon sehr verdeckt allegorisch denken musste, um überhaupt noch irgendwelche Inhalte jenseits von Unterhaltung bearbeiten zu können. Aber ich deswegen jetzt dieses Thema Husak, also der erste ZK-Sekretär der Kommunistischen Partei nach der Niederschlagung des Prager Frühlings von 69 bis 89 bis zum
bis zur Auflösung des kommunistischen Systems in der Tschechoslowakei, hatte eine Politik der sogenannten Normalisierung betrieben. Das werde ich gleich erklären, worin sie bestand. Und das ist sehr, sehr oft bei Hitilova in diesen späteren Filmen ein Stoff für ihre Filme, den sie dann kaschiert und verkleidet, zum Beispiel auch in Form von Genrefilmen, um ihre Inhalte trotzdem da unterbringen zu können, hinter dieser Staffage des Genre-Kinos. Hier sehen Sie das tschechische Plakat zu Vlčí Bouda. Ich verstehe zwar Tschechisch über Polnisch und Russisch, aber kann es nicht. Deswegen Nachsicht bitte, wenn Muttersprachler hier sind. Also, fantastickie dobro drużstwi w zajeti sniechu, fantastisches Abenteuer in der Gefangenschaft des Schnees. Das ist der Werbeslogan für den Film gewesen von dem staatlichen Verleih. Und hier haben wir Hitilova, das ist ein Foto vom Ende der 60er Jahre, das ist diese Umbruchszeit, als Prager Frühling niedergeschlagen wird. Da habe ich die Daten zusammengestellt, also der Film ist 1986 entstanden, auf der Grundlage eines Stoffes von Daniela Fischerova, mit der Hitilova zusammen das Drehbuch geschrieben hat. Kamera übernahm Jaromir Sov, Schnitt Jiří Brožek, Musik Michael Kotzap, Hauptrolle Miroslav Mahacek. Der Film hat 92 Minuten Länge, lief im Wettbewerb der 37. Berlinale 1987 und vom Genre her wird er als Horror, Sci-Fi, Jugendfilm oder sogar Abenteuerfilm eingestuft. Hier sehen Sie ein Gruppenfoto der wichtigen Mitstreiter der neuen Welle, die zu demselben Zeitpunkt, wenn auch in unterschiedlichen Jahrgängen, an der FAMU, an der Filmhochschule in Prag studiert haben. Miloš Forman hier ganz vorne, Vera Hitilova als einzige Frau, Jan Nemec, Ewald Schrom, Jiří Menzel und so weiter und so fort. Vera Hitilova kann man auf jeden Fall, was ihre Experimentierlust und ihre Innovationen in diesen Filmen der 60er Jahre anbetrifft, als eine Galionsfigur der Nova Vlna bezeichnen. Es war eine Formation, die von 63 bis 69 eingegrenzt wird, jetzt zeitlich, und die dem staatstragenden sozialistischen Realismus ein Kino der persönlichen Erfahrung und der formalen Erneuerung entgegensetzte. Vera Hitilova war die einzige Frau, die im Rahmen dieser Formation und überhaupt in der tschechischen Filmbranche erfolgreich war damals. Heute sieht das natürlich anders, aber die war tatsächlich eine Pionierin, die alles von Pika auf gelernt hat, bevor sie dann schon mit knapp 30 an der FAMU studiert hat. Eine Parallele, die sie mit Agnès Varda verbindet, der fast gleichaltrigen Grand Dame der französischen Nouvelle Vague. Wie diese gilt auch sie als feministische Filmemacherin, längst zum Forschungsgegenstand der Gender Studies geworden, nimmt sich ihr solitäres Werk Tausend Schönchen, Sedmi Kraski, von 1966 regelrecht wie von einem anderen Stern aus. Bis heute besticht es durch seine Tabulosigkeit und Widerborstigkeit, die nicht nur mit der anarchischen Form des Films korrespondieren, sondern zu jener Zeit an verspielter Radikalität und Modernität, glaube ich, auch durch westliche Experimentalfilme kaum zu überbieten gewesen wäre. Unter den Anarchisten des tschechoslowakischen Kinowunders, und Hitilova kann man auf jeden Fall als einen Anarchisten bezeichnen, setzte Hitilova die Tradition der tschechischen Avantgarde der 20er und 30er Jahre durch Experimente mit Bild, Farbe, Schnitt und Dramaturgie
ist bei der Auflösung ihres Sujets der Einfluss von Dada und Strukturalismus unverkennbar. Das sieht man auch hier in der Wolfsbaude beim Schnitt und bei Kameraarbeit, bei Benutzung der Farbkombinationen, wobei das natürlich weit entfernt ist von diesen Experimenten der 60er Jahre. Bereits während ihres Studiums zwischen 1957 und 1962 fiel Hitirova durch inhaltliche Provokationen und formale Experimente auf. Dazu wird noch im Mai Andreas Rauschen in der nächsten Lecture vortragen hier. Der hat in dem von mir herausgegebenen Buch auch genau die Dokumentarfilme der frühen Zeit von Hitirova behandelt. Anfang der 60er Jahre gelang es einer Absolventengeneration, das sind die Personen, die wir da gerade auf dem Foto davor gesehen haben, der FAMO, sich aus dem dogmatisch starren Normensystem der offiziellen Ideologie herauszulösen und die Kinematografie ihres Landes buchstäblich zu revolutionieren. Jaromil Jiresch, Vera Hitlova und Miloš Forman waren die Vorreiter ihrer ersten Langspielfilme Krzyk, Der Schrei, Ohne Czerminem, den meinte ich vorhin, von etwas anderem. Und Czerny Petr, Der Schwarze Peter, waren die Schrittmacher einer Bewegung, die als Nova Vlna, Neue Welle, getauft wurde. Mit Mitte der 60er Jahre bricht sich dann das tschechoslowakische Kinowunder, muss man schon fast sagen, dank einer eruptiven, gesellschaftlich und filmhistorisch folgenreichen Kreativität Bahn. Verschlüsselte Kritik am Stalinismus, Entdeckung der Banalität des Alltags, Gespür für Details und Atmosphäre, aber auch für das Groteske, Skurrile und Lyrische gehören zu den besonderen Merkmalen der Formation, gepaart mit einer dezidierten Neigung zu Parabel und Allegorie. Formale Grenzüberschreitung verordneter Kanons und Spürsinn für die Absurdität gesellschaftlicher Verhältnisse bilden ihren gemeinsamen Nenner. Hitilovas Beitrag zu der Neuen Welle bilden Filme wie die Episode Automat Svet, Cafeteria die Welt, in dem kollektiven Omnibusfilm Perlitschki Nadne, Pellen auf dem Meeresgrund, und ihre beiden Vorzeigefilme, jene Phase Tausend Schönchen und Owoce Stromurajski Hime, Früchte des Paradieses, eine tschechisch-belgische Koproduktion von 1969. Die nach der Niederschlagung des Prager Frühlings im August 1968 noch an dem Wettbewerb des Filmfestivals in Cannes 1970 laufen konnte, teilnehmen konnte, aber in der CSSR bereits 1969 verboten war und Hitilova de facto mit einem Berufsverbot belegt wurde. Der Film kam gar nicht in die Kinos nach der Fertigstellung, nur noch nach Cannes. Jetzt denke ich, oder habe ich mir gedacht, dass diese frühe Phase, vermute ich, da es politisch unverfänglich war in der Zeit des Prager Frühlings, bestimmt im Fokus der Ästhetik und der Experimente betrachtet wurde. Und da habe ich mir gedacht, dieser Film ist eine gute Gelegenheit, weil er eben nicht so herausgehoben ist formell, das Verhältnis zwischen Macht und Kunst zu beleuchten, weil das ist wirklich ein ewiger Begleiter, dieses Verhältnis von Vera Hitilova. Der heutige Film liefert ein gutes Beispiel dafür, um dieses Verhältnis zwischen Macht und Kunst zu beleuchten, sowohl für ihre Filme der Das trifft zu sowohl für ihre Filme der Neuen Welle, die mit ihren formalen Experimenten ohne Alexander Dubčeks Reform des Prager Frühlings nicht denkbar gewesen wären, als auch für die Filme der sogenannten Normalisierungszeit, als Hitilova nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes 1968 und ihrem darauf folgenden mehrjährigen Berufsverbot mit dem Neostalinisten Gustav Husak eine Art Versteckspiel spielte oder führte.
Und auch diese Phase animierte sie zu subversiven filmischen Praktiken, die ja eine versteckte Kritik an politischen und gesellschaftlichen Zuständen in der Tschechoslowakei ermöglichten. Dazu gehörten unter anderem der Rückgriff auf Genre wie Horrorfilm oder auf den Modus eines allegorischen Märchens bzw. einer Parabel, um die Kritik subversiv zu verschleiern und für eigenes Publikum dennoch dekodierbar zu machen. Bei dem Verhältnis von Machen und Kunst, denke ich, muss man zwei Kontexte im Auge behalten. Einmal den filmhistorischen. Dieses Verhältnis ist ein eigener Filmtopos. Denkt man an herausragende Werke der Filmgeschichte wie etwa Sergei Eisensteins Ivan der Schreckliche, Teile 1 und 2 von 1944 und 1958. Ein monumentaler Historienfilm, in dem Eisenstein nach dem Porträt des Zaren Ivan des Schrecklichen als eines durch das Volk legitimierten Alleinherrschers in Teil 1, im Teil 2 Ivans Niedergang und seine Schrecklichkeit thematisierte. Während er für den ersten Teil von Stalin, der den Film als eine Apologie seiner diktatorischen Herrschaft interpretierte, 1946 den Stalinpreis der ersten Klasse erhielt, wurde der zweite Teil von Stalin persönlich verboten und gelang erst 1958 während des poststalinistischen Tauwetters in die Kinos, also 12 Jahre nach seiner Herstellung. Ein anderes Beispiel ist natürlich Charlie Chaplins Der große Diktator von 1940, eine gegen viele Widerstände realisierte groteske Filmsatire, die sich mit der Zeit als eine politische Parabel entpuppt, also im Verlauf der Handlung. Darin greift Chaplin in eine Doppelrolle nicht nur direkt den Diktator Adolf Hitler an, der ihm dem Komiker von Weltruf den kleinen Oberlippenbart geklaut hat, sondern stellt ihm auch spiegelbildlich seine eigene Kinofigur des Trumps entgegen. Als den aus einem KZ geflohenen jüdischen Friseur, der durch Verwechslung in die Rolle des Diktators schlüpft, dessen Wirken der Lächerlichkeit preisgibt und eine ergreifende Anti-Hetzer-Rede hält, die die Verbindungslinien zwischen dem großen Clown und dem großen Hetzer offenlegt. Und ein drittes Beispiel für das Verhältnis von Kunst oder Film und Macht ist für mich István Csábor's Mephisto, eine ungarisch-bundesrepublikanische Koproduktion von 1981, eine Parabel auf die Verstrickungen der Kunst in eine Diktatur, die ausgehend von dem gleichnamigen Schlüsselroman von Klaus Mann über die steile Karriere des Theatermachers Gustav Gründgens in der Zeit des Nationalsozialismus den Rückschluss in Analogie auf die kommunistische Diktatur in Ungarn und in anderen Ländern des sogenannten Ostblocks erlaubt, indem sie das Verhältnis zwischen Kunst und Macht in einer totalitären Diktatur beleuchtet. Ein anderer Kontext ist natürlich der historische Kontext in der CSSR, von dem, wie ich schon sagte, weder das Frühwerk noch das Spätwerk von Hitlerover zu verstehen ist. Also man, ich denke, da fehlt sehr viel dann, wenn man da so ahistorisch reingehen würde. Als die Normalisierung, der Begriff jetzt aus dem Vortragstitel, wird in der Geschichte der CSSR die Periode nach der Niederschlagung des Prager Frühlings im August 1968 bezeichnet. Die Notwendigkeit einer Normalisierung der Verhältnisse war zu Beginn dieser Ära die offizielle Begründung für repressive Maßnahmen wie Erneuerung der Zensur, Auflösung von unabhängigen gesellschaftlichen und politischen Organisationen, die im Reformjahr 68 entstanden sind, und Säuberungen in der kommunistischen Partei. Regimekritiker wurden verfolgt und inhaftiert, es kam aber nicht zu politischen Schauprozessen wie in der Stalinzeit. Im engeren Sinn wird mit Normalisierung nur der Zeitraum bis zum 14. Kongress der Kommunistischen Partei im Mai 1971 bezeichnet. Im erweiterten Sinn wird die gesamte 20-jährige Periode von 1969 bis 1989 so genannt. Während dieser ganzen Periode waren sowjetische Besatzungstruppen auf tschechoslowakischem Gebiet stationiert. Der letzte sowjetische Soldat verließ das Land erst am 21. Juni 1991. Als ich gestern den Vortrag recherchierte und schrieb, hatte ich natürlich zwangsläufig, wenn man sich dieser Geschichte der Besatzung der Tschechoslowakei 68
anschaut, natürlich sofort Assoziationen jetzt mit der momentanen Situation in der Ukraine. Das ist, also man staunt, wie dieser Zynismen in der Ausführung der politischen Agenda sich gleichen von der Sowjetunion zu heute. Während der Begriff Normalisierung stammt aus dem Moskauer Protokoll, das die tschechoslowakische Führung im August 68 unterschreiben musste. Die Unterzeichnung dieses Protokolls bedeutete die vollständige Kapitulation der tschechoslowakischen Reformkommunisten. Die sowjetische Parteiführung bestimmte fortan, das ist das jetzt, was ich meinte, die politische und wirtschaftliche Entwicklung des Landes ganz im Sinne der Brezhnev-Doktrin, die einen eigenständigen Weg der Ostblockstaaten zum Sozialismus nicht tolerierte. Weitreichende Personaländerungen in der Parteispitze waren die Folge. Gustav Husak, hier auf dem Foto, wurde der erste ZK-Sekretär und übernahm 1975 von Ludwig Svoboda auch das Amt des Staatspräsidenten. Im Januar 1969 verbrannte sich der Student Jan Palach auf dem Wenzelsplatz in Prag aus Protest gegen die Besetzung der Tschechoslowakei. Seine Beerdigung wurde zu einer großen Kundgebung gegen die sowjetische Okkupation und von mehreren 10.000 Menschen besucht. Im März 1969 kam es dann zu Ausschreitungen. Nach dem Spiel bei der Hockey-Weltmeisterschaft zwischen Sowjetunion und USSR, die Tschechoslowaken haben gewonnen und dann in Prag und anderen Städten gefeiert auf der Straße. Und die Staatssicherheit, die tschechische Staatssicherheit hat ebenfalls auf dem Wenzelsplatz, wo Palach sich verbrannt hat, provoziert, ein Ereignis, und zwar Demonstranten verwüsteten das Büro der sowjetischen Fluggesellschaft Aeroflot, und das lieferte den Anlass zu einer Reihe von Gummiknüppelgesetzen, die das Land politisch auf den Moskau-Kurs bringen und gesellschaftlich in den nächsten 20 Jahren lähmen sollten. Husaks Führung begann mit der rigorosen Säuberungen, also wenn man das durchliest, erinnert das sofort jetzt an den Ukraine-Krieg und den ganzen Exodus, der damit verbunden ist, sowohl in Ukraine als auch in Russland. Menschen wurden aus Führungspositionen in den Massenmedien, in Armee und Justiz entfernt, an Hochschulen und Wissenschaftsinstitutionen. Etwa ein Drittel der Rundfunk- und 70% der Fernsehmitarbeiter erhielten Kündigungen. Etwa 90.000 Fachleute mussten die Hochschulen verlassen, ganze Hochschulinstitute wurden geschlossen. Das Land erfasste eine große Exilwelle. Nach August 68 emigrierten etwa 127.000 Bürger in den Westen, vorwiegend nach Deutschland und in die USA. Unter den Emigranten fanden sich Filmemacher der neuen Welle wie Miloš Forman, Ivan Passer, Wojtek Jasny und Igor Luther. Alle Kader wurden wegen der durch die brüderliche Hilfe der Sowjetunion, also eine Rhetorik, die heute zwar anders klingt, aber dasselbe meint, verhinderten Konterrevolution, wegen der durch die brüderliche Hilfe der Sowjetunion verhinderten Konterrevolution eine Gesinnungsprüfung unterzogen. Wer seine Zustimmung zur neuen Ordnung verweigerte, riskierte berufliche Nachteile, Verlust des Arbeitsplatzes oder weitere Sanktionen auch gegen seine Familienmitglieder, wie etwa Verwehrung des Zugangs zu einer Hochschule für Kinder. Gegen einige Regimegegner wurden politische Prozesse inszeniert, andere Oppositionelle standen unter geheim polizeilichen Überwachung, wurden mit Berufsverboten belegt und durften nur niedrige Tätigkeiten ausüben. Reisemöglichkeiten wurden eingeschränkt, besonders in das westliche Ausland. Kultur und Wissenschaft unterlagen sehr starker Kontrolle, sodass kaum noch Impulse aus dem Westen in die Tschechoslowakei kamen. Übersetzungen, fremdsprachige Literatur wurden streng kontrolliert. Konzerte ausländischer Musikgruppen beschränkten sich meist auf Interpreter aus anderen sozialistischen Ländern.
Gustav Husak konnte nahezu vollständig die Kontrolle der Kommunistischen Partei über die Gesellschaft wiederherstellen. Fast zwei Jahrzehnte lang gelang es dem Regime, den Status quo zu erhalten. Die Tschechoslowakei glich in dieser Zeit einem kulturellen Friedhof. Das hat Milan Kundera in seinem Weltbestseller Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins thematisiert, also auch diese ganzen Repressalien, zum Beispiel Herabstufung zum Putzmann oder Fensterputzer von hochbegabten Chirurgen, wie jetzt der Protagonist in seinem Roman. Und der Roman wurde wiederum 88 nach einem Drehbuch von Jean-Claude Carrière von Philipp Kaufmann in Starbesetzung unter dem Titel The Unbearable Lightness of Being verfilmt. Macht und Kunst, Paria in eigenem Land. Nach der sowjetischen Invasion verlor Hitilova ihre Stelle als Regisseurin des Barandov-Studios und musste einige Jahre kleine Dokumentationen oder Werbefilme drehen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Erst 76 hat man, also 7 Jahre nach dem Berufsverbot, hat man in Reaktion auf ihren öffentlichen Brief »I want to work« Letter to President Husak an den Staatspräsidenten Gustav Husak, der im westlichen Medien veröffentlicht wurde, das Berufsverbot gegen sie aufgehoben. Im selben Jahr entstand ihr nächster Film, Hra o Jablko, Spiel mit dem Apfel, in dem sie erneut die Geschlechterverhältnisse seziert und ein oft wiederkehrendes Motiv ihrer Spielfilme, das Spiel, ins Zentrum der teilweise grotesken Handlung rückt. In den folgenden 3 Dekaden realisierte Hitlova noch 8 Spiel und ein knappes Dutzend Dokumentarfilme, darunter eine Filmkontroverse über Forman, Hitlova versus Forman, 81 und eine Hommage auf ihre langjährige enge Mitarbeiterin Esther Krumbachowa, Patrani po Esther, Suche nach Esther 2005. Genre-Kino als Labor und Refugium. Zitat, ich will Science-Fiction oder Fantasy-Filme drehen, weil dies der einzige Weg ist, die Realität zu betrachten. Zitat Ende, bekannte Vera Hitilova 1978 in einem Interview. Politische Allegorien können sich bekanntlich jedwede Genres bedienen, um ihre Botschaft durchzuschmuggeln. Man nehme das Genre Märchen über Jahrzehnte ein Markenzeichen des tschechoslowakischen Films. In der Zeit der Normalisierung konnten die daheimgebliebenen Filmemacher jahrelang keine Filme mehr drehen oder wurden allenfalls als Autoren von Kinderfilmen geduldet. Wo direkte Fragen aber nicht gestattet sind, weicht die Kunst in Allegorien, Metaphern und Anspielungen aus, in geheime Chiffren, die vom Zuschauer entschlüsselt werden müssen. So galt das Märchengenre bereits während des Prager Frühlings und erst recht nach seiner Zerschlagung so manchen Exponenten der Neuen Welle als Labor und Refugium. Davon machte Hitilova auch mehrmals Gebrauch. Aesopsche Fabel nach Aesop, also versteckte, irgendwo zwischen Zeilen dekodierte Botschaften, bildeten zwar kein Monopol, aber gewiss eine Domäne des tschechoslowakischen Kinos. Kinder- und Jugendfilme. Der Film ist nämlich auch ein Jugendfilm, das ist die Frage, wie man Genre oder Gattungen definiert, aber was man auch als eine Gattungszuordnung verstehen könnte. Und auch in den anderen Ländern des Ostblocks vollzog sich der Ausbruch aus der servilen Poetik des Sozialismus oft über den Umweg des Kinder- und Jugendfilms. Eine Blaupause dafür bilden 2 Filme, die sich wie Wolfsbaude von Vera Hitilova mit totalitären Herrschaftsstrukturen am Beispiel eines Pionierferienlagers auseinandersetzen. In seinem Debütfilm Herzlich Willkommen oder Unbefugten Eintritt verboten, SU 64, analysiert Elem Klimov, wie in dem Ferienlager Verdächtigungen und Denunziationen um sich greifen. Da ein Junge die Geh- und Verbote des Lagerkommandanten verletzt, muss er Zuflucht im Untergrund suchen, Anführungszeichen Untergrund, bis eine offene Revolte gegen die Staatsordnung ausbricht. Die bissige Satire auf die Disziplinierungswut eines Ordnungshüters, der sein Regiment von einer Tribüne ausführt, unter der sich der kleine Rebell versteckt, wurde als antisowjetisch verboten.
In der Psychostudie Dreschte, Schauder, Polen 1981 von Wojciech Marczewski, steht die Indoktrination eines 13-Jährigen im Mittelpunkt. Die Exerzitien im Pionierlager finden jedoch mit Stalins Tod ein jähes Ende und das Abhandenkommen der Ersatzreligion offenbart das ganze Ausmaß der ideologischen Verführung. Hitlova versus Husak. Die Wolfsbaude von Vera Hitlova nutzt die Blaupause eines Jugendfilms, der sich thematisch mit einer aufoktroyierten Herrschaftsstruktur beschäftigt und formal ein Genre-Kino als Labor und Refugium, dank dessen ein audiovisueller Resonanzboden geschaffen wird, um eine subversive Botschaft an das Publikum zu schmuggeln. Zugleich bedient sich der Film auch märchenhafte Narrationsmuster, was ihm erlaubt, in Allegorie, Metaphern und Anspielungen auszuweichen, in geheime Chiffren, die vom Zuschauer zu entschlüsseln seien. Die Story: 10 Teenager aus verschiedenen Schulen werden ausgewählt, um an einem speziellen Ski-Workshop in den Bergen teilzunehmen. Am Tag des Seminars reisen 11 junge Menschen mit einer Einladung an. Eine gewaltige Lawine ereignet sich und die Skihütte wird von der Außenwelt abgeschnitten. Leider sind die Lebensmittelvorräte begrenzt und die drei Instrukteure raten den Jugendlichen dringend, zusammenzuarbeiten, um über die Runden zu kommen oder jemanden auszuwählen, der geht. Als die Gruppe buchstäblich in eine Falle sitzt, beginnen seltsame Dinge zu passieren. Die Aufseher sind darauf bedacht, eine Konstellation der Feindseligkeit zu erzeugen, indem sie die Teilnehmer gegeneinander aufbringen und sie sogar drängen, sich gegenseitig umzubringen. In einer Atmosphäre wachsender Spannung und Misstrauens wird die Gruppe in eine Situation gebracht, in der die Jugendlichen entscheiden müssen, ob sie eine Person unter ihnen für die persönliche Rettung, eigene Rettung opfern. In diesem Moment wird es nur von ihnen abhängen, wie erfolgreich dieses Experiment sein wird. Das begann, als die Eltern sie der Obhut des Anführers und seiner Handlanger anvertrauten. Drei seltsamen Wesen, die nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Die Aufseher offenbaren sich schließlich als Außerirdische, die verlangen, dass die Gruppe einer von ihnen auswählt, der die geopfert werden soll. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch den letzten abrundenden Satz lesen soll, weil dann ist die Spannung raus. Also gehe ich weiter und überlasse das jetzt Ihnen. Die Wolfsbaude wurde von der Kritik als ein Science-Fiction-Horrorfilm identifiziert. Der Film schöpft auch mit seinen Anspielungen und Metaphern in seinen formalen und dramaturgischen Mitteln reichlich aus dem Arsenal des Horrorgenres. Die Handlung spielt sich an einem abgelegenen und von der Außenwelt abgeschnittenen Ort, von dem es kein Entkommen gibt, ähnlich wie in Shining, USA 1980 von Stanley Kubrick, oder in Filmen von Roman Polanski, von Ekel über Wenn Kattelbach kommt, Tanz der Vampire, Rosemary's Baby, Der Mieter bis zu Der Tod und Das Mädchen. Wie beim polnischen Meister des subtilen Horrors fußt der Film auf der aristotelischen Dramaturgie der Einheit von Ort, Zeit und Handlung, die in ihrer räumlichen und formalen Geschlossenheit die Metapher einer tödlichen Falle heraufbeschwört. Und wie Polanski spielt Hitlova hier mehr mit den Genre-Konventionen des Horrorfilms, als dass sie diese ernsthaft bedienen möchte. Nicht Angstlust und Nervenkitzel stehen im Vordergrund, sondern ein moralisch unterfütterter Horror, der eine Allegorie auf die Atmosphäre der Normalisierungszeit generiert, gekennzeichnet durch eine überstülpte Herrschaftsstruktur, Misstrauen, Überwachung, Kontrolle, Denunziation, Desintegration, Indoktrination, Einschüchterungen, Repressalien, Bedrohung, autoritäre Druckmechanismen. Mit Panel Story, Geschichte der Wende oder wie eine Siedlung entsteht, 1979, der Geschichte eines alten Mannes, der seine Kinder und Enkel in einer frisch aus dem Boden gestampften Plattenbausiedlung besuchen will und dabei in eine groteske Odyssee der Hindernisse und Vorfälle gerät, gelang Hitlova bereits eine treffsichere Gesellschaftssatire, die nach ihrer Fertigstellung verboten wurde.
ohne einen herkömmlichen Plot wechseln in der unfertig bezogenen Siedlung urbane und soziale Widersprüche zu atonaler Musik aneinander ab und subsumieren sich zum Panorama eines Unortes, in dem man überleben muss, aber nicht wohnen kann. Die Betonwüste avanciert zu einem sarkastischen Sinnbild der Normalisierungspolitik Husaks in der Tschechoslowakei der 70er Jahre. In die Wolfsbaude übernehmen diese Rolle die sich in nervösen Kamerafahrten wiederholenden Elemente Schnee und Eis. Sie verdichten sich zu experimenteller Musik, man denke an die neue Musik Pendereckis und Ligettis in Kubricks Shining, zu einem Sinnbild der unter Husak vereisten Gesellschaft, in der nach wie vor eisernen Normalisierung, diesmal der 80er Jahre. Die Regisseurin und Co-Autorin des Drehbuchs, Vera Hitilova, platzierte die Handlung des Films, den sie auf der Basis eines Stoffs von Daniela Fischerova drehte, in der Vichy Bauda, einer alten Berghütte mit symbolischem Namen. Das Setting in der Wolfshütte, die eine lebensechte Wolf-Trophäe über dem Eingang ziert, lässt natürlich einen breiten Interpretationsradius zu. Ist es eine Anspielung auf das Vorgehen des außerirdischen Trios, das die Teenagergruppe wie willfährige Lämmer in der Obhut von Leitwölfen behandelt? Oder ein Hinweis auf die Jagdrituale, bei denen Tiere geopfert werden, als makabrem Spielmodus für den vermeintlichen Ski-Workshop? Oder spielt Hitilova hier gar auf Thomas Hobbes' berühmte Sentenz Homo homini lupus an, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, die der Staatstheoretiker zur Erfassung des von ihm beschriebenen Naturzustands der Menschen nahm, welcher im Krieg alle gegen alle bestünde. Hitilova erweist sich jedenfalls auch hier als eine Moralistin, die dem Hobbeschen Wolfsmenschen die Kraft der rettenden Gemeinschaft entgegenstellt. Das war dieser letzte Satz, die zwei Sätze, die ich ausgelassen hatte mit der Gemeinschaft. Es bleibt noch zu klären, ob die Wolfsbaude auch ein Science-Fiction-Abenteuerfilm sei, wie viele Kritiker behaupten. Ich muss etwas trinken, es ist trocken im Mund. Ein utopisches Zukunftsversprechen setzte 1917 die russische Oktoberrevolution anstelle der Ausbeutung und Fremdbestimmung der kapitalistischen Klassengesellschaft. Den Aufbau einer ganz neuen Gesellschaftsordnung, in der ein gerechtes und glückliches Leben möglich sein würde. Mit der sozialen Utopie verlagerte sich nicht nur das eschatologische Ziel vom Jenseits ins Diesseits. In dem säkulären Paradies der Arbeiter und Bauern sollte auch der Mensch einer vollständigen Transformation unterzogen werden. Revolutionäre Heroik, Fortschrittsglaube und Wissenschaft bildeten die Eckpfeiler dieser ideologisch vorgreifenden Erneuerung. Die kommunistische Eschatologie konzipierte die Zukunft als planbar und absehbar. Das junge Genre der Science-Fiction, im Sowjetjargon die wissenschaftliche Fantastik, schien geradezu prädestiniert dafür, durch Visionen einer glücklichen Zukunft im Kommunismus den gewaltsamen Gesellschaftsumbau zu legitimieren. Dementsprechend populär, ideologisch auf der Linie und unverfänglich war auch das Genre des Sci-Fi-Abenteuerfilms im Ostblock. Also nicht nur in der Sowjetunion, sondern in allen Ländern. Auch in der CSSR entstanden einige kostenintensive Leinwand-Eppen, etwa der Schwarz-Weiß-Film Ikaria XB1, 63 von Jindřich Polák, der bis heute seine Attraktivität bewahrt hat, was sich vor allem dem für die damalige Zeit futuristischen Set bzw. Innendesign, ungewöhnlichen Spezialeffekten und Production-Values wie Breitwandformat verdankt. Mit all dem hat aber die Wolfsbaude nichts zu tun. Der einzige Wink Richtung Science Fiction ist der verbale Offenbarungseid des Aufsehertrios im Finale oder kurz davor. Sie seien Außerirdische, der retrospektiv außer Horrorkonventionen noch eine weitere Erklärungseventualität liefert. Für eine Zuordnung zum Science Fiction Genre fehlen aber ansonsten jegliche Indizien in dem Film. Hitilova und ihr Hauptdarsteller Miroslav Mahacek dürften sich da einen Scherz erlaubt haben, vermute ich, der die Geschichte in einer mehrdeutigen Schweber- und Deutungslage halten helfen sollte. Da haben wir den Hauptdarsteller Miroslav Mahacek und seine infernalen Gefährten aus dem
All als Ski-Instrukteur in die Wolfsbaude und Koditz. Also das Ende mit Hitler war augenzwinkernd. Danke. Margarete, du hast gesagt, also diese Science-Fiction-Element im Film ist eher so angespielt als explizit. Es gibt nur diesen einzigen Moment, wo man tatsächlich sagt, wir sind Außerirdische oder wir kommen aus dem Weltall. Aber Genrezeichen gibt es trotzdem im Film. Und ich finde vor allem die Tonspur, das macht die Stimmung natürlich und das verleiht dem Film der Qualität eines Science-Fiction-Films. Die Tonspur erinnert uns an jede Menge Sci-Fi-Filme, würde ich sagen. Ich denke, das ist eine Frage, wie man Science-Fiction definiert. Ich habe deswegen auch diesen kurzen Vortrag im Vortrag gemacht über die Ausrichtung des Science Fiction via Sowjetunion in Osteuropa. Und da hatte das vor allem mit der Wissenschaft und mit dem Fortschrittsglauben zu tun. Das heißt, wenn wir das hier nehmen, da ist es sehr schwer auseinander zu klabüstern, weil diese seltsamen Verhaltensweisen zum Beispiel auch, also dass die beiden Adlaten vor dem Leiter da diese seltsamen gymnastischen Übungen im Schnee vollziehen immer wieder. Das kann natürlich ein Indiz da für deren außerirdisch sein und andererseits kann es aber genauso gut ein Horrorelement sein. Ich musste auch daran denken, bei wem war das? Ich glaube, bei diesem Assistenten, da war eine Szene, die ist mir beim ersten Gucken gar nicht aufgefallen, wo er auf die Kamera zugeht, so seltsam aufgeschwollen und so bärig, die Helden in den frühen Horror- bzw. Zombie-Filmen in den 30er Jahren, in den klassischen Hollywood-Filmen. Also ein Zombie-Film hätte man auch noch daraus machen können, finde ich, zumindest anhand dieser einen Szene. Das heißt, das bleibt alles so in der Schwebe, ist so angelegt, dass man das eigentlich jedem von diesen dreien Genres zumindest zurechnen könnte. Sehr gut. Ja, ich wollte auch zu den, also zu diesen Schneelandschaften, die man sieht, die auch so manchmal so unheimlich gefilmt sind, dass sie fast wie Galaxien aussehen. Ja, oder ja, ja. Planeten oder was, ja, Sternennebel, ja, oder was auch immer. Genau. Sehr gut. Ja, gibt es Fragen? Also, schon viele Fragen. Oder mindestens zwei. Vorne und dann ganz hinten. Ja, was ich bemerkenswert finde, dass der Film auch wieder durch die Zensur gegangen ist, denn implizit ist das natürlich eine Kritik auch an der Führungsrolle des ZK, der Avantgarde und so weiter. Was hier passiert, ist ja ein Modell der sozusagen der spontanen Revolution, des Improvisierten auch, also des Nicht-Geplanten. Und was natürlich sehr gut an dem Film ist gegen Ende, dass der Preis natürlich für alle Revolutionen immer ist, dass ich nie weiß, wie es weitergeht. Ja, also ich muss alles abwerfen, alle Schutzmechanismen, Hörgeräte und so weiter, alles muss ich loswerden, ja, auch diese tolle kleine Box, die uns rettet. Das fand ich schon sehr bemerkenswert und deshalb wäre meine ganz simple, kurze Frage, gibt es eigentlich Zensurkarten zu dem Film oder ähnliches? Das weiß ich nicht, da müsste man wirklich in Archive gehen, je nachdem, ich vermute, wo habt ihr den bezogen, den Film? Aus dem Narodny Archiv? Genau, ja. In Prag, ne? Ja, dann müsste man da nachschauen, ob es Zensurkarten zu dem Film gibt, ich weiß es nicht. Der ist unter den Filmen von Hitler war relativ wenig geläufig, finde ich. Also das war meine erste Begegnung mit diesem Film, obwohl er meiner Meinung nach sehr viele typische Eigenschaften für Filme von Hitler auch in sich hat, inklusive das, was du jetzt erzählt hast mit diesen unheimlichen Aufnahmen von
Schnee und Eis. Und jetzt habe ich darauf geachtet, beim zweiten Gucken, dass diese unheimlichen Aufnahmen bis auf, obwohl das könnte man auch dazu rechnen, von Eis und von Schnee immer als Gegenschnitt kommen in Situationen, wo zwei Personen im Clinch liegen und sich Verwünschungen auf den Kopf schmeißen. Ne? Und dann wird umgeschnitten zu diesen unheimlichen Vereisungen draußen in der Landschaft. Aber in einer sehr starken Nahaufnahme, wie ohnehin die Kamera was Dokumentarisches hat, weil sie sehr nah an den Personen ist. Ganz hinten da eine Frage. Ja, nein, ist keine Frage. Eine Bemerkung. Ich glaube, dass das Typischste für Ritilova ist ein Schwanken zwischen Ernst und Unernst. Deshalb finde ich auch diese Versuche der Genrebestimmung nicht so gut nachzuvollziehen. Das ist mir sozusagen zu akademisch für den Gegenstand. Natürlich gibt es auch irgendeine akademische Sprache für diesen Gegenstand, aber ich würde doch, wir hatten das, ist ja auch nicht der erste Film, den wir sehen, und ich meine, man müsste die Ebene des Unernstes näher betrachten daran und sich fragen, ob das auch anders gegangen wäre. Da ich auch einen frühen Film auch von ihr kenne, würde ich sagen, es würde vielleicht anders gehen, aber sie will es nicht anders, sie ist irgendwie ein Punk. Ja. Soll es jetzt aber dann umgekehrt, sagen wir, Bad Movies sein? Ja, ist es sozusagen ein absichtlicher B-Film? Da würde ich sagen, wie in vielen anderen Filmen, denkt man das ziemlich genau bis zur Hälfte. Und dann ändert es sich. Und das ist für mich ein Rätsel. Wie kann man das schaffen, etwas, was so grob begonnen ist, so relativ fein zu Ende zu stricken? Und warum tut sie das? Das ist mir auch nicht ganz klar. Und zu dem Eis, das sehe ich ganz anders. Man sieht nicht in eine vereiste Welt, sondern in eine vereiste Welt, die schmilzt. Das ist die Vorstellung, dass die Welt schmilzt. Ne? Was kommt nach dem Ende? Ne? Der Kinotrailer für die Ausstellung des Hauses, der in den Kinos läuft, ne? wo so ein Stück Arktis wegbricht. Ne? Ich glaube, das ist das in Miniatur gemeint. Aber auch das dürfen wir nicht quasi wörtlich angehen, indem wir sagen, die Welt schmilzt, weil wir ja sehen, dass das sozusagen eine Trickaufnahme ist, ja, in Miniatur. Insofern ist es ein Zitat. Ist es eine Parodie? Ist es B-Movie? Für mich bleibt das alles ziemlich ungeklärt. Es ist auch schwierig zu klären, weil dieser Eindruck eines B-Movies ergibt sich auch nicht zuletzt bei osteuropäischen Filmen, und da macht die Ritilova auch keine Ausnahme, vor allem damals in dieser Normalisierungszeit, dass er wächst einfach aus nicht vorhandenen Mittel und Production Values. Das waren im Verhältnis zu westlichen Ländern relativ arme Kinematografien, die auch technologisch keinen Zugang hatten, zum Beispiel zu qualitativen Filmen, jetzt als Filmmaterial. Das war ein großes Drama immer in Osteuropa in der kommunistischen Zeit, weil diese Materialien hätte man nur im Westen beziehen können für Devisen, und so drehten alle am Ende auf Orwo Wolfen aus der DDR, und wir wissen, was das heißt, dass diese Filme innerhalb von 10 Jahren völlig vergilben und gar nicht zu retten sind. Also da stecken solche Geschichten auch dahinter. Einfach nicht vorhandenes Potenzial, jetzt rein materiell und kinematografisch, dass die Filme dann wie B-Movies aussehen. Aber dieses B-Movie-artige hat natürlich auch etwas mit ihrem Anarchismus zu tun. Weil die will das, glaube ich, auch so haben. Ne? Punkig ist ein guter Begriff, das, was sie genutzt haben. Und zu der Genre-Diskussion, ich bin absolut ihrer Meinung, d'accord. Ich halte das auch für relativ künstlich bei Ritilova. Deswegen habe ich auch bei dieser historischen Kontextualisierung diesen Zitat von ihr gebracht, dass sie irgendwo in einem Interview selbst gesagt hat, ich will jetzt Science-Fiction und Fantasy-Filme drehen, weil das die einzige Möglichkeit ist, hier auf die Realität
den Blick auf die Realität zu richten. Das heißt, der hat zum Beispiel auch viele Dokumentarfilme, sehr gute Dokumentarfilme gemacht, aber und hatte immer sehr starken Bezug zur Realität. Das ist, wirkt, hört sich irgendwie seltsam an, ja, weil die Filme von ihr halten sich nicht an die Konventionen des Fiktionalen. Aber vielleicht ist da irgendwie eine interne, innere Logik darin. Und diese, so wie ich in meinem Vortrag versucht hatte, das zu zeichnen, diese, diese Rückgriff oder Zugriff auf Genres, die sie gar nicht dann am Ende realisiert, ja, oder jetzt im klassischen Sinne, der hat mit dieser Camouflage zu tun jetzt in diesem System und in dieser politischen Situation, also zumindest nach meinem Ermessen. Ja, ich würde vielleicht eine ähnliche Frage zur politischen Allegorie des Films stellen. Zwar ist das präsent im Film, nachvollziehbar, also man kann das sehr, ziemlich logisch folgen aus politischer Allegorie für die Tschechoslowakei in diese, also historischen Situation, also sie wusste das nicht, vielleicht hatte sie eine Vorahnung davon, dass es so nah am Ende des Systems ist, aber sollen wir das so ernsthaft nehmen oder gibt es auch da eine parodische Seite im Film? Mit parodischer oder satirischen Seite, mit Lachen, muss man immer bei Hitlova rechnen. Das ist auch ein anarchistischer Zug an ihr, finde ich. Ne? Die, aber ich kann allen empfehlen, die das interessiert, sich diesen Dokumentarfilm Vormann versus Hitlova anzuschauen. Ihren das haben eigenen. Wir eigentlich in einer Film. Haben Sie schon gezeigt, ja, ja. Ist schon gezeigt worden, wo man anhand dieser Debatte zwischen den beiden, die völlig anderen Begriff von Kino haben, beide, sie ist experimentell und künstlerisch und mit Mission und mit Botschaft und Vormann will eben gute große Genrefilme machen. Und das ist sehr interessant, wie die Hitlova bei all dieser Leichtigkeit und Finesse und Humor und so weiter und so fort, da sich an manchen Stellen so richtig bockig verpanzert in einem unermesslichen Anspruch an das, was sie macht, was zum Beispiel Vormann nicht tut. Ne? Der ist sehr professional dabei. Ja, ich hätte vielleicht auch noch einen Punkt, warum das alles nicht nur Parodie ist, auch wenn das nicht so gesagt worden ist vom Ulf. Ich würde sagen, auch wieder die Schlussszene, die Schwebebahn, das könnte man auch als eine intermediale Anspielung sehen auf das berühmte Gemälde von Jericho, das Floß der Medusa, ja, nicht? Ja. Und das Floß der Medusa wurde ja gemalt. Bei der Revolution. Genau, genau. Ja. Das ist ja sozusagen, auf dem Floß der Medusa müssen wir uns alle auffressen, ja, und das passiert ja gerade nicht. Nicht mal der Hund wird zurückgelassen. Und das ist, wie gesagt, das ist eigentlich wieder eine Position des Rätokommunismus etc. Und eben nicht sozusagen aus der leninschen Sicht oder der stalinistischen Sicht, die Sicht der Linksradikalen etc. Also das sind ganz deutliche Signale, denn diese Schwebebahn ist genauso wie das Floß der Medusa, das ja 1819 gemalt worden ist, also lange nach der Französischen Revolution, nach dem Terror etc., ist das ja genau eine Anspielung darauf. Und deshalb ist diese Spielerei mit dem schmilzenden oder frierenden Eis natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ja auch der Establishing Shot ist ja genau einer, wo das Eis ja schon brüchig ist, nicht? Also das ist genau sozusagen die Elementenlehre, die politische Elementenlehre, die hier vorgeführt wird. Ja, Hitlova ist auch diejenige von unter den tschechischen Vertretern der Neuen Welle oder tschechoslowakischen, weil da waren auch Slowaken dabei, die eben nicht in die Emigration gegangen ist. Und wenn sie, ich weiß nicht, ob sie schon, oder ob das vielleicht auch im Symposium bei Goist in diesem Jahr war, ob sie Pravda von Godard gezeigt haben. Das haben wir in Wiesbaden gesehen. Genau. Und Nicole Candiola hat eigentlich auch dazu gesprochen, ah, bei Citolova gegen Forman. Ja. Also
Da, weil in diesem Film hat man Hitler war jetzt in dieser sehr prekären Situation, in dieser schwersten Phase 69, 70, 71, glaube ich, in ihrer Wohnung mit ihrer Cuttermeisterin beim Schnitt. Sie ist arbeitslos, sie hat keine Stelle mehr. Das sind alles so Geschichten, die sich auf kollegialen Ebene abspielen. Und sie sagt ganz dezidiert, dass sie nie aus Tschechien weggehen würde, weil sie ganz genau weiß, dass sie nur in Tschechien diese Art von Filmen, die sie mag, auch machen kann. Das ist die Falle der nicht Zensur, aber der kapitalistischen Marktregeln, die so einer Kunst, die einfach nicht gerade profitverdächtig ist, ja, bei der Auswertung, verhindert schon im Voraus. Das heißt, in Osteuropa damals hatte man den Vorsprung gegenüber dem Westen, dass diese sehr schrägen, experimentellen Filme zumindest entstanden. Und in Westeuropa würden sie höchstwahrscheinlich schon gescheitert sein an dieser Marktschwelle, weil niemand das würde finanzieren wollen, weil das auch keinen Profit einbringt. Wenn der Staat da nicht subventionierend in die Bresche springt, dann ist es nicht zu finanzieren. Das ist eine Frage. Ja. Ja, dem würde ich widersprechen. Das gehört für mich zu den typischen Ost-West-Mythen. Besonders in der Phrase, die Sie benutzt haben, das ist dann nicht Zensur. Nein, ist es natürlich nicht Zensur. Wenn man etwas nicht finanziert bekommt, bekommt man es halt nicht finanziert. Aber es gibt ja auch Es wird die Entstehung dieser Sache verhindert. Es gibt ja auch Werner Herzog, ja, der unglaublich primitive Filme gemacht hat über sehr ernste Themen. Durchaus eine Parallele, meine ich. Es gibt Klaus Lemke. Also meine Güte, es gibt im Westen Haufen Leute, die mit ziemlich groben Mitteln interessante Sachen gemacht haben. Aber das habe ich nicht bestritten. Nein, sie haben aber sie so zitiert, als hätte sie gesagt, sie könne nur im Osten bestehen, und das mag sie ja über sich gesagt haben, aber es kann ja falsch sein. Also es muss ja nicht richtig sein, was sie sagt über sich selbst. Außerdem das ist eine Selbsteinschätzung. Und ich widerspreche Ihnen auch in Bezug auf die Produktionsbedingungen des Ostens. Also ganz im Gegenteil, zwischen 1960 und Ende der 70er Jahre gibt es ja gerade unglaublich präzise, scharf geschnittene, wahnsinnig interessante Filme. Wir haben hier sogar übrigens einen Film, der in einem Raumschiff handelt, aber wirklich im vollen Format, aus Tschechien gesehen. In der Kosmos-Reihe hier, dann ein Film wie die Lerchen, Entschuldigung, wie heißt der tolle Schrottplatz-Film, sorry, aber also Andrzej Wajda, DEFA-Filme, also bitte. Das muss man differenzieren. Sie sind da zu pauschalisiert, der Osten war, weil das immer von der Zeitstrecke abhängt, wo diese Filme entstanden. Wajda hat mindestens 15 Filme nicht realisieren können. Der hat den Mann aus Marmor erst nach 30 Jahren realisieren können. Das ursprüngliche Drehbuch war schon direkt in dem Tauwetter geschrieben worden. Der Film ist erst 1976, glaube ich, entstand. Tarkovsky, das war eine einzige Schlacht, der hat gerade mal 7 Filme in seinem Leben realisiert, weil er solche Schlachten mit dem System austragen musste, um zu Geldern zu kommen. Also das muss man schon differenzieren, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Das ist, weil so wie Sie das darstellen, gäbe es keine. Es ist auch unterschiedlich vom Land zum Land. Also weil die Systeme auch der Produktion unterschiedlich waren. Ich bin mir sicher, dass Ritilova freiwillig das getan hat, was sie hier getan hat, weil das in anderen Filmen parallel genauso sichtbar ist. Also natürlich geht sie praktisch über ihre Bitte hinaus, weil man einen Sci-Fi und
Horrorfilm in einem mit diesen Mitteln natürlich nicht glaubwürdig realisieren kann. Das heißt, die künstliche Seite des Films und die Gattungsseite fällt quasi im Laufe des Geschehens immer weiter zurück, während die andere, nämlich die psychologische Stärke, wird. Und das ist übrigens in allen Filmen so. Ich musste zwischendrin denken an William Goldings Lord of the Flies, wo ja Kinder, Jugendliche zurückgelassen sind auf einer Insel und ohne die Erwachsenen quasi mit deren Vernunftsystem versuchen müssen zu bestehen, aber nicht bestehen, und es wird auch einer geopfert, bevor die Erwachsene als die Erwachsenenwelt, als rettende Welt mit dem großen Schiff auf der See zurückkommt am Horizont. Also ich meine, dass das psychologisch absolut ernst zu nehmen ist, und ich bestreite nicht die Mechanismen der Zensur, aber ich finde den Hintergrund nicht richtig gezeichnet, wenn man sagt, in Osteuropa wären keine großen oder allglatten Produktionen möglich gewesen. Der Filmtitel, der mir eben nicht eingefallen war, war Lärchen am Faden übrigens. Larks on a String. Nee, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich gesagt jetzt in Bezug auf Sci-Fi, weil das ist natürlich etwas sehr kostenintensives als Genre. Und es gibt zwar zum Beispiel Solaris von Tarkovsky. Es gibt Beispiele, die gegenteilig sind. Aber das, man sieht diesen Filmen einfach dieses B-Production Value, weil die Budgets zu niedrig waren. Anders, das ist immer alles politisch da motiviert. Andererseits gab es zum Beispiel in den 60er Jahren oder seit Mitte der 50er, also seit dem Tauwetter 56 in die 60er hinein, dann läuft das aus, gab es das Phänomen von Historienfilmen, für die man so viel Geld sogar freimachte, dass sie beinahe schon mit Hollywood hätten konkurrieren können. Es gibt so ein sehr bekanntes Beispiel. Ich will schon nicht von Russland sprechen, von diesen ganzen Verfilmungen von Tolstoi, Krieg und Frieden und so weiter. Aber es gibt in Polen ein sehr bekanntes Beispiel, das ist auch eine Literaturverfilmung, Pharao von Jerzy Kawalerowicz, wo man ihm, der hat in Nahem Osten gedreht, ich glaube sogar in Ägypten, wo man ganze Städte aufgebaut hat von Kulissen her. Das war, glaube ich, ein Film, der die Hälfte des Geldes eines Jahrgangs aufgefressen hat. Das war zum Beispiel auch das Problem von Wajda, Kawalerowicz oder Zanussi bis zu deren Tod, sofern Kawalerowicz und Wajda sind tot jetzt seit ein paar Jahren, weil sie auch schon nach der Wende mit zwei ihren Filmen sozusagen das ganze Budget des Landes platt machten und die junge Generation gar nicht zu ihren Debüts kam. Ne? Aber das nur so als Anekdote am Rande der Geschichte. Aber dieses Pharao, das ist wirklich ein absolut beeindruckender Epos und so Historiengemälde aus dem antiken Ägypten, das auch heute so als ein Film gilt, den man für sich entdecken kann. Der ist auch auf DVDs präsent im Westen, in unterschiedlich, also im Westen sage ich schon, in Westeuropa, sagen wir so, in unterschiedlichen Sprachversionen, wird gezeigt eben in der kulturellen Bildungsarbeit, also so wie hier. Sehr, sehr interessanter Film, den ich nur empfehlen könnte. Und da flossen Gelder ohne Ende rein. Dafür gibt es auch Beispiele. Aber das ist immer politisch bedingt, weil in den 60er Jahren, zumindest in Polen, war es so, dass es da interne Auseinandersetzungen innerhalb der Partei, des Zentralkomitees gab. Und es gab einen Flügel, der im Grunde genommen faschistisch war. Die haben später antisemitische Kampagnen gestartet, 68. Das lief parallel zum Prager Frühling, 68. Und dieser Flügel hat zum Beispiel immer durchgesetzt,
dass diese Historienschinken gemacht wurden, weil sie natürlich ideologisch daran interessiert waren, weil sie eine Mischung aus Kommunismus und einem sehr starken, fast schon faschistoiden Nationalismus selbst repräsentierten. Also das ist immer gebunden an die Geschichte, man kann, oder an die politische Situation, man kann das gar nicht auslassen. Die Künstler sind halt staatsabhängig, auch in den Geldern, und können kaum autonom agieren. Aber solche Superproduktionen waren nicht wirklich Kitte Loewes Geschmack. Ich denke mir, sie hat sich über, sagen wir, die beschränkte Produktionsbedingungen von Filmen gefreut. Und das war sogar eine Herausforderung für sie, aber eine ästhetische Herausforderung. Einen ganzen Science-Fiction-Film mit den geringsten Mitteln zu machen. Alles, ja, ja. Absolute Purismus. In einer einzigen Berghütte zu drehen. Ja, ja. Das ist schon an sich anreizend. Ja, ja, das stimmt. Und das hat sie auch vielleicht mit Agnes Varda gemeinsam. Du. Oder sie. Ich wollte nochmal nachfragen. In ihrem Material tauchte am Anfang der Name Hajek auf, ne? Aber dieser Film hat keine Beziehung zu Hajek, oder? Hajek? Ja. Ja, in ihrem ersten Textpanel habe ich den Namen gesehen. Hujak, oder? Hujak? Wer wäre Hujak? Nein, mir sagt der Name nichts. Jetzt im Moment. Okay. Hujak? Wer ist Hujak? Wer ist Hujak? Husak. Der tschechische Präsident, tschechoslowakische Präsident. Husak war der von Gnaden Kremls eingesetzte erste ZK-Sekretär der Kommunistischen Partei, und dann ab 69 und dann 76 hat er auch noch das Amt des Staatspräsidenten übernommen. Also zwei Ämter in einer Hand. Und bis, hat 20 und, Jahre regiert. Ja, bis er war bis 89 in der Macht. Fall der Mauer 20 Jahre regiert. Husak, Gustav Husak. Mhm. Okay. Ja, also es ist verlockend, den alten Mann als, also ein Stellvertreter für Husak zu lesen im Film. Ich meine, der ist, man muss das nicht so. Das ist natürlich bei mir auch eine Form von Metapher, wenn ich mit Husaks Normalisierungspolitik hier argumentiert hatte. Ich glaube nicht, dass Hitlova hier ein Porträt von Husak abliefern wollte. Aber das ist natürlich so eine Figur, die bestimmte Eigenschaften vereinigt, die sie zu einem typischen Vertreter dieses Systems machen, jetzt im Sinne zum Beispiel von bestimmten Spezialdiensten, die eben entweder ideologisch oder politisch oder juristisch oder wie auch immer dieses System am Laufen hielten. Weil es ist tatsächlich gelungen, Husak ist es tatsächlich gelungen, nach der Niederschlagung des Prager Frühlings alles auf Anfang zu drehen. Also wie in den 50er Jahren, man nennt das auch die Restalinisierung der Tschechoslowakei. Er war ein Neostalinist von Gnaden Brezhnevs, der auch Neostalinist war, und weil er diese Doktrin eingeführt hat, dass keiner der Satellitenstaaten autonome Politik betreiben können, sondern alles zentral von Moskau, dieser ganze Einflussbereich gesteuert wird, und die sind nun die Erfüllungsgehilfen des Willens sozusagen von Brezhnev und von der Nomenklatura, von der russischen oder sowjetischen Nomenklatura. Und ich glaube, das ist einfach ich finde, es gelingt ihr auch gut, aber sie belässt es, und das ist, glaube ich, eine Qualität von Hitlova, sie belässt es gleichzeitig so offen, dass man das nicht nur auf diese eine Dimension festlegen kann. Also zum Beispiel diese Eigenschaften von diesem Mann. Und dieser Rückgriff auf den Horrorfilm oder auf Horrorgenre macht es auch einfach, weil der bekommt etwas Unheimliches, Bedrohliches für diese Jugendlichen, und gleichzeitig sind diese Methoden, die er anwendet, Methoden von zum Beispiel Sicherheitsdiensten in Osteuropa gewesen.
Also dieses Kontrollieren, zu Denunziationen anstiften, versuchen jemanden für sich einzunehmen und dann ihn einzusetzen gegenüber einer Gruppe. Also diese, das sind so klassische Praktiken von Sicherheitsdiensten. Sie da durchdekliniert sozusagen. Ja, ich sehe da das Konzept der Pervertierung, also der absichtlichen Pervertierung, denn sie kommen ja an und werden begrüßt, also mit der Frage, was tut man füreinander, nämlich alle für einen, richtig? Eine für alle. Und das gehört ja eigentlich zur kommunistischen Erziehung. Und das wird ja dann insofern pervertiert, als man jetzt den einen benennen soll, der überflüssig ist. Und das ist ja das Gegenteil dieses Prinzips. Und das würde ich die Pervertierung nennen. Ja, das ist die große moralische Frage des Films. Ob, sind wir bereit, jemanden von uns zu opfern, damit wir befreit werden können? Oder es gibt auch, also du hast die Immigration, die Frage der Immigration erwähnt. Es gab da auch die Frage, hau ich einfach alleine ab? Oder müssen wir als Gruppe diese Situation verlassen? Und am Ende ist das die zweite Option die erfolgreiche. Aber ich wollte auch dann, also aus die Verhältnisse mit verschiedenen Filmgenres erwähnen oder befragen und ja, Horrorfilm, Sci-Fi-Film und so weiter, aber es gibt auch keine Beziehung zu Teenager-Movie. Ja, absolut. Eigentlich. Absolut. Das, also die achtzige Jahre war also das goldene Zeitalter von diesem Genre, mindestens in einem amerikanischen Kontext. Highschool-Filme. Die John Hughes-Filme und so weiter. Und ich fand es eigentlich, also die Teenagers in diesem Film nicht so anders als ihre Gegenparten in John Hughes Film, in Breakfast Club und so weiter. Zeigt schon etwas, aber da gibt es auch die parodistische Seite ein bisschen. Sie sind kein besonders ideale Vorbilder für ein Volk, das eine Revolution üben muss. Naja, das ist ohnehin, wie soll ich das sagen, um nichts Falsches zu sagen. Also das ist so ein Leid der Tschechen an sich selbst, dass sie eben nicht ein Land sind oder ein Volk sind, das in der Geschichte jetzt für sich einstünde, jetzt im Sinne einer Revolution. Und sowohl Tschechien als auch Slowakei sind auch erst nach dem Ersten Weltkrieg entstanden und waren vorher Bestandteil von dem Heiligen Römischen Reich der deutschen Nation über Jahrhunderte. Der Unterschied war der kulturelle, weil sie keine Germanen waren, sondern Slawen. Aber ansonsten, Tschechien gab es, glaube ich, als Königreich irgendwo im 12., 13. Jahrhundert und dann reißt das ab und sie werden Bestandteil von dem Deutschen Reich. Und deswegen ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, weil das ist immer sehr problematisch, ja. Aber es gibt gewisse Anonymitäten zwischen Polen und Tschechen und die haben genau mit diesem Widerstandsgeist zu tun, weil die Polen etwas zu viel davon haben. Das hat schon etwas Selbstzerstörerisches, finde ich. Und die Tschechen eher so bürgerlich gesetzt sind und sich in der Realität einrichten, also haben das merkt man auch bei den Filmen eben der Neuen Welle, wie toll sie den Alltag und die Alltäglichkeit einfangen können. Die Polen werden da sofort pathetisch, ja, und befreien die halbe Welt und so weiter. Es gibt einen so etwas wie einen völligen Zynismus im tschechischen Film. Gibt es oder gibt es nicht? Ich würde sagen, es gibt es. Es gibt das. Völligen Zynismus. Das heißt, einen leichten Zynismus, also ein Verständnis, dass das eigentlich Teil der, der menschlichen Kondition ist. Irgendwie. Ja, so eine Abgeklärtheit, finde ich. Und das ist, wenn man die tschechische Literatur so ein bisschen sich anschaut, mit dem Vojak Švejk zum Beispiel, das ist eine extreme Abgeklärtheit von unten. Er kann natürlich nicht, auch wenn er möchte, würde er nicht viel ausrichten können in dieser Welt, in der er da steckt, aber der ist absolut
abgeklärt. Das ist etwas, was ich auch mit der tschechischen Literatur verbinde. Genauso bei Kundera, die Geschichte des Prager Frühlings als ein Sextrip durch die Betten der zu Hause hockenden Ehefrau, ja, so in etwa. Also auch so eine Bodenständigkeit, ne, in gewisser Hinsicht auch. Letzte Kommentare oder Bemerkungen oder Fragen? Uns beiden? Als Begriff, ja. Ja. Barmherziges Resignieren. Okay, ja, ich kann damit einverstanden sein. gut, ich dann. Auch. Dann, schönes Ende für unser Gespräch. Ich bedanke nochmals bei Margarete Wach für die sehr stimulierende Einführung und dann sehr interessantes Gespräch. Und wir sind schon nächste Woche wieder da mit Andreas Rauche. Morgen gibt es noch einen Film. Björn, sag uns. Genau, mehr Chytilova gibt es morgen mit dem Narr und der Königin. Ist auch ein Film aus den 80ern von Chytilova. Diesmal eher so eine Art Geschichts- oder Fantasy-Bearbeitung, aber auch eine Form mit Genre zu arbeiten und ebenso selten zu sehen. Und laut Jonathan Rosenbaum vielleicht der beste Film Chytilovas seit den 60ern. Also. Wenn das nicht Lust auf den Film macht, dann weiß ich auch nicht. Und dann am Donnerstag schon. Am Donnerstag, genau, geht es weiter mit drei Kurzfilmen von Chytilova, drei frühen Kurzfilmen. Und das Andreas sind teilweise Hochschulfilme und ihre ersten dokumentarischen Kurzfilme, die ganz toll sind. Genau, und wie du erwähnt hattest, einen Teil des Episodenfilms von Perlitschki Natni. Dann vielen Dank auch von meiner Seite und vielen Dank. Schönen Abend. Auch meinerseits für die Einladung. Okay, tschüss.